Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14, Antrag der Fraktion der SPD. Das ist in Ordnung, da hätte ich dann auch mal gern zugehört. Ja. Also gut, okay. Antrag der Fraktion der SPD betreffend Rückkehr des Landes Hessen in die Tarifgemeinschaft der Länder, Drucksache 19/4498, mit dem Entschließungsantrag der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Top 58 betreffend Hessen, bietet Beschäftigten weiterhin gute Arbeitsbedingungen, Drucksache 19/4567, vereinbarte Redezeit 5 Minuten pro Fraktion. Zur Wortmeldung für den Antrag der SPD hat das Wort Herr Kollege Rudolph für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil der Kollege ein bisschen erstaunt guckte, das Thema, darf man eine Bratwurst essen oder nicht, ist in Kassel schon, und ich glaube nicht nur in Kassel, ein wichtiges Thema. Genauso ein wichtiges Thema ist die Rückkehr des Landes Hessen in die Tarifgemeinschaft der Länder, meine sehr verehrten Damen und Herren. 15 von 16 Bundesländern haben sich in der Tarifgemeinschaft der Länder zusammengeschlossen, um über die Gehaltsentwicklung, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gemeinsam zu verhandeln. Nur das Land Hessen seit dem Jahre 2003 aus ideologischer Verbohrtheit des damaligen Ministerpräsidenten Koch ist da ausgeschieden. Es gibt im Übrigen keine sachliche Notwendigkeit hierfür. Eigene Verhandlungen sind zudem zeitintensiver, und sie kosten auch noch Geld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist das, was Hessen macht, falsch. Es ist geboten und ich glaube auch sinnvoll, wenn alle Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes gemeinsam verhandeln. In den nächsten Jahren werden wieder mehr Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst notwendig sein. Da gibt es einen Wettbewerb, und da glaube ich, macht es schon Sinn, die Gehaltsstrukturen auch gemeinsam auf den Weg zu bringen. Deswegen gibt es für den hessischen Sonderweg überhaupt gar kein Verständnis, keine Notwendigkeit, meine Damen und Herren. Wer Mitarbeiter im öffentlichen Dienst qualifiziert beschäftigen will, muss sie angemessen bezahlen. Das gilt für Tarifbeschäftigte, aber das gilt genauso und konsequent für die Beamtinnen und Beamten des Landes, was wir ausdrücklich einfordern. Nun gibt es ja den originellen Antrag der Koalition, wo dann also auch drinsteht, im Wesentlichen seien die Tarifabschlüsse TDL, Tarifgemeinschaft der Länder und des Landes TDH, gleich. Ja, richtig. Es gab dann immer mal interessante Unterschiede. Das muss man an der Stelle schon sehr deutlich sagen. Also das Jahr 2013, TDL schließt eine Erhöhung von 2,65 ab, das Land Hessen 2,8. Hessen zahlt mehr. Ein Jahr später TDL 2,95, das Land Hessen 2,8. Also sind die 0,15 aus dem letzten Jahr genau wieder ausgeglichen. Jahr 2015 TDL 2,1, das Land Hessen 2. Ein Jahr später gibt es beim Land Hessen wieder 0,1 mehr. Also das heißt, im Ergebnis besteht überhaupt keine sachliche Notwendigkeit, das zu machen. Und dann kommt immer dieses Argument, Herr Heinz, damit Sie es nicht vorbringen müssen. Erstens steht es im Antrag, in Hessen gibt es einen Kinderzuschlag. Stimmt. Dafür gibt es aber bei der Tarifgemeinschaft der Länder, beispielsweise bei der Jahressonderzulage, in Klammern Weihnachtsgeld, einen höheren Prozentsatz für die Entgeltgruppen 1 bis 8, 95 beim Land Hessen 90, für die Entgeltgruppen 9 bis 11 gibt es bei der Tarifgemeinschaft der Länder 80 beim Land Hessen 60. Im Ergebnis, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es kaum Unterschiede und damit keine sachliche Notwendigkeit für unterschiedliche Tarifstrukturen. Weil, wie gesagt, eigene Verhandlungen, Sie müssen Hotels buchen, Konferenzräume bezahlen, der Innenminister muss wertvolle Arbeitszeit opfern. Also all das fehlt und wäre gar nicht nötig, wenn man im Konzert der weiteren 15 Bundesländer dabei wäre. Meine Damen und Herren, das sieht die SPD schon vom Grundsatz her immer so. Das sehen auch eigentlich merkwürdigerweise, nee, falsch, das muss ich zurückziehen. Also, das haben die GRÜNEN bisher immer so gesehen. Es gibt einen schönen Antrag aus dem Jahre 2008 der Landtagsfraktion der GRÜNEN, wo man zurückkehren sollte in die Tarifgemeinschaft der Länder. Und Frau Kollegin Derm, zu meiner besonderen Freude auch für Sie, auf dieser berühmt-berüchtigten CD, auf dem Beamtentag 2013 in Fulda,
der nicht anwesende Wirtschaftsminister und damalige Fraktionsvorsitzende Al-Wazir, sie kommt schon, ich habe sie so oft in der Hand, sie fällt schon auseinander, wie die Wahlversprechen der GRÜNEN, genauso Halbwertzeit. Also, der damalige Fraktionsvorsitzende hat Gott und die Welt versprochen, eine dieser Forderungen war Rückkehr des Landes Hessen in die Tarifgemeinschaft der Länder. Ich finde, was vor der Wahl gilt, kann nach der Wahl nicht falsch sein. Sagen, was man tut, und tun, was man sagt, sollte auch ein Anspruch an die GRÜNEN sein, die durchaus, wenn es um das Thema Moral und Glaubwürdigkeit in der Politik sind, eher noch anderen den Spiegel gelegentlich öfters vorhalten, als wir das hier an der Stelle gerade tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da habe ich jetzt die freundliche Variante gewählt. Also, im Ergebnis, die Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder ist sachlich geboten. Es gibt keinen Grund, dass es einen hessischen Sonderweg gibt. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist dieser Antrag gut und notwendig. Die Bediensteten der Länder bekommen jetzt 2,0% in diesem Jahr, 2,35% im nächsten Jahr. Nächste Woche will der Innenminister verhandeln. Und deswegen fordern wir die Übertragung dieses Tarifergebnisses für die Tarifbeschäftigten und anschließend auch für die Beamtinnen und Beamten. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Sommer 2008 hat der Landtag mehrheitlich mit den Stimmen der GRÜNEN beschlossen, dass Hessen wieder Mitglied in der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder wird. Der Kollege Rudolph hat einen Antrag der GRÜNEN angesprochen. Ich muss ihn da leider korrigieren. Das war unser erster Antrag, den wir am 5. April 2008, nämlich am Tag der Konstituierung des Hessischen Landtages, eingebracht haben, Drucksachennummer 1721. Da können Sie es nachlesen. So. Gleichzeitig hat der Hessische Landtag einen entsprechenden Antrag seinerzeit der CDU-FDP-Minderheit, Drucksache 1735, nach einem separaten Tarifvertrag in Hessen abgelehnt, mehrheitlich. Dass wir heute noch darüber diskutieren, hat einfach etwas damit zu tun, dass dieser Beschluss des Landtages, Rückkehr in die TDL, von der seinerzeit geschäftsführenden Regierung Koch einfach nicht umgesetzt wurde. Sonst hätten wir die Diskussion heute nämlich nicht. DIE LINKE hatte damals gleichzeitig mit der Reduzierung der Arbeitszeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie der Beamtinnen und Beamte auf einheitlich 39 Stunden pro Woche gefordert. Das wurde im Übrigen, das gehört dazu, von allen anderen Fraktionen damals abgelehnt. So, wir fordern seit Jahren immer wieder, hören Sie doch einfach mal zu, Herr Kollege, wir fordern seit Jahren wie immer die Rückkehr in die TDL, wie auch die Reduzierung der Arbeitszeiten der Beamtinnen und Beamten auf die 40-Stunden-Woche. Es ist nicht gerechtfertigt, dass lediglich aus ideologischen Gründen in Hessen ein Sonderweg begangen wird, weder bei den Tarifverträgen der Angestellten noch bei den Regelungen der Beamtinnen und Beamten. Es ist auch nicht nachvollziehbar, dass in allen anderen Bundesländern gleiche Tarifbedingungen Grundlage der Arbeitsverhältnisse sind. Hessen muss endlich wieder in die TDL zurückkehren, und dafür werden wir uns auch weiter im Landtag einsetzen. Wir begrüßen es, dass die Gewerkschaften im Einklang mit der bundesweiten Tarifverhandlung auch in Hessen die gleichen Forderungen erhoben haben. Bis 2010 mussten die Beschäftigten des Landes Hessen ja auf Einkommenserhöhung verzichten. Daran will ich auch erinnern, weil es gab ja lange einen tariflosen Zustand von 2004 bis einschließlich 2009. 2009, also vor dem Abschluss des eigenständigen Tarifvertrages für Hessen, erklärte der damalige Innenminister, warum man eine eigenständige Lösung anstrebe. Ziel sei es, ich zitiere, einen Abschluss, der die Arbeitnehmer in Hessen fair behandelt, zu erzielen. So, ich frage Sie heute,
Ist es denn unfair, wenn die Angestellten des Landes Hessen die gleichen Tariferhöhungen und die gleichen Tarifbedingungen erhalten wie alle anderen Angestellten in den 15 Bundesländern? Ist das unfair? Nein, unfair ist per se, dass nur die hessischen Angestellten lediglich aus realen, nicht nachvollziehbaren und verbohrten ideologischen Gründen anders behandelt werden als der Rest der Republik. Und den Starrsinn der CDU haben sich 2013 die GRÜNEN auch zu eigen gemacht und haben auf ihre Forderung nach Rückkehr in die TDL still und heimlich verzichtet. Und weil in dem gemeinsamen Antrag von CDU und GRÜNEN ja jetzt als Begründung immer wieder herhalten muss, dass es in den hessischen Regelungen eine Vorteilsregelung gebe, nämlich die Kinderzulage, will ich Ihnen sozusagen als jemand, der mit Tarifverträgen viele Jahrzehnte zu tun hatte, auch des öffentlichen Dienstes, mal auf Folgendes hinweisen, Herr Minister. Im BAT, der Mitte der 60er Jahre geschaffen wurde für die Angestellten im öffentlichen Dienst, gab es einen § 70. In diesem § 70 wurden alle separaten Einzelregelungen, die es vor Inkrafttreten des BATs in den unterschiedlichen Bundesländern gab, aufgenommen und als Besitzstand geregelt. Bis zum Ende des BATs gab es eine besondere Urlaubsregelung für die Hessen, weil es die schon vor Beginn des BATs gab und die fortgesetzt wurden. Erzählen Sie uns also nicht, wenn Ihnen die Kinderzulage so viel wert wäre, dass Sie nicht im Rahmen einer Sonderregelung in der TDL in den Tarifvertrag mit aufgenommen werden könnte. Erzählen Sie uns das nicht mehr, und nehmen Sie das nicht als ein Argument, sozusagen das abzuwehren, weil das ist nur vorgeschoben. Wir unterstützen die vollständige Übertragung des Tarifergebnisses der TDL vom vergangenen Freitag auf Hessen sowie die Übertragung dieses Tarifergebnisses zeit- und inhaltsgleich auf alle hessischen Beamtinnen und Beamten. Dieses Relikt, ich komme zum Ende, Herr Präsident, dieses Relikt aus der Operation Düstere Zukunft muss endlich fallen. Und in dieser Tarifauseinandersetzung stehen wir wie bisher an der Seite der Landesbeschäftigten und der Gewerkschaften. Das Wort hat Herr Kollege Heinz für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der öffentliche Dienst in Hessen ist leistungsstark, die hessischen Bediensteten sind leistungsstark, die Landesregierung ist selbstverständlich auch leistungsstark. Und das als Feststellung vorab. Wir haben ungefähr 45.000 Tarifbeschäftigte in Hessen. Derzeit verhandelt die Landesregierung mit den Gewerkschaften über einen neuen Tarifvertrag für Hessen. Nicht mehr und nicht weniger ist derzeit der Fall. Es ist die Entscheidung, was mit Beamten passiert, sollte man hier nicht reinmischen heute, das steht nicht an. Auch die Frage, was 2008 war, das beschäftigt Herrn Rudolph, der uns immer vorwirft, wir werden irgendwie verbohrt und rückwärtsgewandt. Also von Ihnen höre ich immer nur 2000. Also von Ihnen kommen, Sie beschäftigen sich mit 2008, Herr Schaus beschäftigt sich mit den 60er Jahren. Also wer rückwärtsgewandt ist, wer vorwärtsgewandt ist, das möchte ich an der Stelle dahinstehen lassen. Seit 2008 ist in Hessen in der Tat einiges politisch passiert. Was Sie immer unterschlagen, ist, dass wir zwischendrin auch einen eigenen TVH erstmals verhandelt hatten als Land. Und jetzt seit Jahren ist eine bewährte Praxis, ist, dass die Landesregierung über den neuen Tarifvertrag Hessen hier souverän und selbstständig verhandelt. Dieser eigenständige TVH, der ist Ergebnis von Tarifverhandlungen und damit Ausfluss der Tarifautonomie. Früher, wo sich immer mit früher beschäftigen, früher haben sich auch Sozialdemokraten und Sozialisten dafür stark gemacht für Tarifautonomie. Heute soll der Landtag den Tarifparteien mitteilen, was sie auszuhandeln haben. Und dieser eigene Tarifvertrag für Hessen, der schwächt weder den Einfluss der Gewerkschaften noch der Landesregierung. Ganz im Gegenteil, eröffnet sogar mehr Möglichkeiten für Hessen. Hessen sollte sich jetzt. Früher war es auch üblich, dass Redner dann zumindest einmal zugehört haben, nachdem sie sich hier selbst gemeldet hatten. Früher waren wir einmal Mitglied in der Tarifgemeinschaft der Länder, aber heute verhandeln wir eigenständig. Und das Land Hessen sollte sich auch nicht kleiner machen, als es ist. Es ist ein großes und bedeutendes und starkes Land. Und auch die Gewerkschaften sollten das nicht tun, und die tun das auch nicht. Wer das immer tut, ist die Opposition im Landtag, uns kleiner zu machen, aber von den Gewerkschaften
habe ich in den letzten Jahren nicht das Gefühl gehabt, dass die unzufrieden waren mit dem, was sie ausgehandelt haben. Auch am Ende, das Ergebnis von Tarifverhandlungen ist ein Ergebnis. Am Schluss haben beide darin eingeschlagen. Und das Ergebnis war dann auch zum Nachteil von keinen Seiten, sondern nur vom Vorteil. Und am wichtigsten ist auch, wie die Beschäftigten das sehen. Für die Beschäftigten bringt der Tarifvertrag Hessen überhaupt keine Nachteile. Im Gegenteil, er bringt sogar ganz erhebliche Vorteile. Dankenswerterweise ist schon genannt worden, bessere Leistungen für Familien als in allen anderen Ländern in Deutschland. Derzeit erhält eine Familie mit zwei Kindern, das ist ja nicht so unüblich im Beschäftigtenkreis, derzeit monatlich 200 € mehr als Kinderzuschlag. Meine Frage zurück ist doch einfach, wollen Sie diesen Familien diese 200 € einfach dir nichts wieder wegnehmen? Wollen Sie das wieder wegnehmen? Wenn Sie sagen 1 zu 1 TDL, heißt das für Familien weniger. Das kann man erst einmal festhalten. Außerdem gewährt Hessen auch noch pauschale Erschwerniszulagen. Und in Hessen haben wir in der letzten Tarifrunde sogar über eine eigene Ehrenamtskomponente gesprochen. Auch das ist einmalig in Deutschland und sogar vorbildhaft. Ganz im Ergebnis kann man sagen, es gibt für diesen Punkt heute keinerlei Neuerungswert. Das Einzige, wo Sie sich vielleicht gelegentlich daran erinnern sollten, dass wir nicht mehr im Jahr 2008 leben, auch nicht in den 60er Jahren, sondern im Jahr 2017. Wir haben Tarifverhandlungen zwischen der Landesregierung und selbstbewussten Gewerkschaften. Die werden am Ende ein gutes und vernünftiges Ergebnis bringen, mit dem beide Seiten leben können. Danach werden alle weiteren Fragen, die noch anstehen, hier in aller Ruhe, sofern sie den Landtag betreffen, auch hier beraten werden. Im Moment gibt es keinerlei Anlass für diesen Punkt. Wir sind gespannt auf das Ergebnis. Und als Parlament werden wir uns dann um alles Weitere kümmern, was uns inhaltlich auch angeht. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Frömmrich für die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es war ein bisschen klar, dass der Kollege Rudolph hier ein Feuerwerk abbrennen wird in der Frage der TDL. Das hat er auch gemacht, in aller Bescheidenheit, wie das sein Stil ist. Aber in aller Bescheidenheit sage ich ja, wie das sein Stil ist, hat er das hier getan. Und es ist natürlich der erneute Versuch des Kollegen Rudolph in dieser Frage sozusagen einen Keil versuchen zu treiben zwischen die Koalitionsfraktionen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, diese Frage haben wir schon mehrfach miteinander diskutiert. Aus Sicht der Gewerkschaften, Herr Kollege Rudolph, kann ich den Wunsch durchaus nachvollziehen, dass man ein einheitliches, bundesweit einheitliches Tarifgefüge haben will, dass man gemeinsam in der Tarifgemeinschaft der Länder das verhandelt. Das kann ich nachvollziehen aus Sicht der Gewerkschaften. Aber, Herr Kollege Rudolph, Sie wissen auch, dass unsere Auffassung war, dass wir wieder zurückkehren in die TDL. Wir haben aber hier eine Koalitionsregierung. Wir haben da einen sehr fairen Koalitionsvertrag miteinander geschlossen und haben uns auf anderes vereinbart. Und diese Vereinbarung gilt natürlich auch bis zum Ende der Legislaturperiode. Und da helfen auch Anträge, wie Sie sie gerade vorgelegt haben, nicht weiter, meine Damen und Herren. Zweiter Punkt. Wir haben ja einen Tarifvertrag, den Tarifvertrag Hessen. Und dieser Tarifvertrag unterscheidet sich in vielen Bereichen nicht von dem, was der TDL macht. Das ist ja gerade in verschiedenen Redebeiträgen auch gesagt worden. Aber, Herr Kollege Rudolph, und da ist es dann eben schon eine Frage, ob in solch einer komplexen Materie, wenn Sie denn wirklich inhaltlich wollen, dass man zurückkehrt in die Tarifgemeinschaft der Länder, dann sollten Sie auch sagen, wie man das inhaltlich zustande bringt. Und inhaltlich ist das in der Tat etwas komplexer, als Sie das hier in einem Zweizeiler dem Hessischen Landtag versuchen, deutlich zu machen. Ich will mal versuchen, an ein paar Punkten deutlich zu machen, wo wir uns mit dem TVH deutlich von dem unterscheiden, was im TVL entschieden ist. Erst einmal zur Grundlage. Es geht um 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben die Kinderzulage.
Ich finde es schon einigermaßen erstaunlich, was hier zu dieser Kindervorlage auch hier von den Seiten der Opposition gesagt worden ist. Ich finde diese Kinderkomponente im TVH eine sehr gute Entscheidung, und es stärkt die Familien in unserem Land, es stärkt die Familien, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Land, meine Damen und Herren. Ich finde, da sollte man mal nicht so gerade drüber, da sollte man mal nicht so gerade drüber weggehen. Und da müssen Sie doch die Also eben, Herr Kollege Schaus, das geht mir wirklich auf die Nerven. Eben haben Sie, als es Zwischenrufe vom Kollegen Klee gab, haben Sie hier darauf bestanden, dass ihm zugehört wird, und Sie sammeln andauernd dazwischen. Vielleicht hören Sie mal ein paar Argumente zu, Herr Kollege Schaus, und dann können Sie sich ja noch einmal zu Wort melden. Ich will mal sagen, worum es geht. Bei der Kinderzulage geht es, wenn Sie die 1:1 wenn Sie die 1:1 den TDL übernehmen, geht es um ungefähr 8,8 Millionen €. Also 8,8 Millionen €, die Sie den Beschäftigten des Landes Hessen, die zurzeit davon profitieren, das sind 5.100 Beschäftigte, die Sie denen wegnehmen würden. Müssen Sie einmal sagen, ob Sie das wollen, Herr Kollege Schaus. Ich will das zumindest nicht. Zweiter Punkt. Herr Kollege Schaus, bitte. Zweiter Punkt. Im Bereich Herr Frömmrich, Augenblick. Herr Kollege Schaus, wir wollen uns friedlich einigen, dass Sie jetzt zuhören. Danke schön. Zweiter Punkt ist die Frage der Tabellenentgelte. Da sind wir in Hessen auch, da gibt es in Hessen auch Unterschiede zu dem, was die TDL vereinbart hat. Das ist Größenordnung 2 Millionen €. Die Frage Jahressonderzahlung, hat der Kollege Rudolph gesagt, ist richtig. Da gibt es dort unterschiedliche Vereinbarungen. Da gibt es aber, wenn man die Vereinbarung des TDL nehmen würde, nicht nur Gewinner, wie Sie gerade dargestellt haben, sondern es würde auch Verlierer geben. Insgesamt ist es ein Volumen, über das wir hier reden, von 10 Millionen €. Dann haben wir die Frage der pauschalierten Erschwerniszulagen. Das betrifft 1.300 Beschäftigte im Bereich Unterhaltungs- und Instandsetzungsdienste, Außendienste im Bereich Straßen- und Verkehrsverwaltung. Da müssten Sie den 1.300 Beschäftigten sagen, dass das in Zukunft nicht mehr so ist. Ein weiterer Punkt ist die Frage des Urlaubs. Bei uns haben Sie einen Anspruch auf 33 Tage Urlaub, bei der TDL auf 30. Da müssten Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, dass Sie in Zukunft auf 3 Tage Urlaub verzichten müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist sind Kosten in der Größenordnung von 9 Millionen €. Jetzt habe ich mal ein paar Punkte aufgezählt, wo sich das in der Tat unterscheidet. Ich weiß ja, dass es bei der Linkspartei nach dem Motto gehen wird, wir wollen das Gute aus beiden Welten. Wir wollen das Gute aus der TDL, und wir wollen natürlich das Gute des TVH übernehmen. Aber wenn Sie nach dieser Prämisse vorgehen, ist das nicht der TVL, sondern dann ist das ein TVL Deluxe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist nicht das, was Sie eigentlich fordern. Kommen Sie bitte zum Ende. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wenn Sie aber wollen, dass wir den TVL dann auch anwenden, dann müssen Sie die Beträge, die wir hier gerade genannt haben, müssen Sie sagen, darauf sollen die 45.000 Beschäftigten des Landes Hessen in Zukunft verzichten. Das wollen wir nicht. Deswegen sagen wir, wir haben eine Koalitionsvereinbarung, die heißt, das bleibt. Herr Kollege, ich schalte Ihnen jetzt das Mikrofon ab. Danke schön. Herr Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 17. Februar, also vor knapp einer Woche, sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder abgeschlossen worden. Das Ergebnis rückwirkend zum 1. Januar 2017 gibt es nach dem in der Tarifautonomie gefundenen Ergebnis für die Beschäftigten 2%. Ab dem 1. Januar 2018 nochmals 2,35% mehr Geld, mindestens 75 € für untere Entgeltgruppen, im Schnitt 150 € mehr für eine besonders betroffene Personengruppe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das Ergebnis der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst außerhalb Hessens. Und Sie sehen, Moment, das muss ich wörtlich nehmen, Sie sehen, nach den Forderungen, die auch öffentlich gestellt worden sind, ist dieser Abschluss maßvoll. Sie sollten ihn für die hessischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen. Ich muss es vorlesen, weil es sind nicht meine Worte, sondern die von dem Kollegen Frömmrich am 5. März 2009. Aber wahrscheinlich stimmen Sie diesmal auch.
Jetzt müssen wir mal überlegen. Wir haben ja einen Antrag vorliegen der SPD. Wir kennen das Thema. Es kommt ja regelmäßig wieder hier ins Parlament. Die Landesregierung wird aufgefordert, in die Tarifgemeinschaft der Länder zurückzukehren, umgehend Verhandlungen hierüber mit den Ländern aufzunehmen. Da müssen wir natürlich wie jedes Mal uns sehr ernsthaft mit der Frage beschäftigen, ob wir das tun sollen. Das wäre eine Richtungsänderung in Hessen, eine ganz klare Richtungsänderung. Deswegen haben wir intensiv darüber nachgedacht. Ich habe mit Freude gelesen, die Koalition hat das offensichtlich auch getan. In ihrem Antrag sieht man ja, das ist aufgelistet, zwar keine klare Aussage, wo es langgehen soll, aber um welche Fragen man sich kümmern muss. Da stelle ich zum einen fest, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, TVL, und der Tarifvertrag für Hessen, TVA, in ihren wesentlichen Strukturelementen sind vergleichbar. Insbesondere bei der Gesamtwirkung der Tariferhöhung gab es in den vergangenen Jahren eine ähnliche Entwicklung zwischen den Tarifabschlüssen TVL und TVH. Das war halt unterm Strich ähnlich, nur halt ein bisschen weniger. Das Zweite, der TVH enthält ergänzende für die Beschäftigten vorteilhafte Regelungen gegenüber dem TVL. Das hat Herr Kollege Frömmrich ja eben auch noch einmal dargestellt. So enthält die hessische Regelung Kinderzulage und die Beschäftigten, hessischen Beschäftigten im Unterhaltungs- und Instandsetzungsdienst erhalten eine pauschalierte Erschwerniszulage. Also das sind die Punkte, wo es dann, während es beim anderen ein bisschen billiger für das Land Hessen ist, da wird es dann ein bisschen teurer für das Land Hessen. Unterm Strich kommt es, was Kostenentwicklung angeht, aufs Gleiche raus. Und dann schreibt uns die Koalition noch in diesen Antrag, der Landtag stellt fest, dass in allen 16 Bundesländern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes auf Grundlage von Tarifverträgen beschäftigt sind. Richtig. In keinem Bundesland gibt es einen tariflosen Zustand. Was soll uns das sagen? Gleichzeitig nimmt der Landtag zur Kenntnis, dass für die Gewerkschaften die bundesweite Tarifeinheit ein hohes Gut ist. Da bin ich voll dabei. Und sie deshalb eine Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder fordern. Das schreibt die Koalition. Mir fehlt irgendwie die Conclusio, mir fehlt die Folgerung, die man daraus zieht. Anscheinend war man nicht in der Lage, sich darauf zu verständigen, was man denn eigentlich will, und hat wie immer so eine Nullnummer vorgelegt. Ich stelle fest, meine sehr verehrten Damen und Herren, der hessische Sonderweg in der Tarifpolitik war ein lohnender, ein guter Versuch. Aber, wie sich aus dem Antrag der Koalition ergibt, hat er zu nichts geführt. Er hat unterm Strich nichts gebracht. Wenn wir dies nach einer so langen Phase des Experimentierens mit dem hessischen Sonderweg feststellen, was muss man dann tun, wenn man nicht völlig verbohrt ist? Man muss seine Position revidieren. Da muss man eben etwas anderes tun. Deswegen müssen wir den Aufwand, den wir in Hessen treiben, der arme Innenminister muss jetzt wieder sinnlose Verhandlungen führen, um so ein paar kleine kosmetische Korrekturen anzubringen. Diesen Aufwand sollten wir uns sparen. Geben Sie sich den Ruck, was Sie längst erkannt haben. Wir müssen es verändern. Dann muss man irgendwann auch einmal sagen, okay, jetzt springen wir. Und deswegen, Herr Kollege Decker, bleiben wir dabei. Wir werden Ihrem Antrag zustimmen. Ich sage in die Richtung der Koalition dazu, wir werden auch dem Koalitionsantrag zustimmen, weil er eine hervorragende Begründung für den SPD-Antrag liefert. Als solcher ist er zustimmungsfähig, ansonsten leider nicht. Das Wort hat der hessische Innenminister, Herr Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will vielleicht die Vorbemerkung machen, Ihre Fürsorge für mich rührt mich nicht wirklich. Und, Herr Kollege Greilich, anhand, oder Ihr Redebeitrag hat mich nicht an die Bratwurst, die Ihr Kollege Rudolph eingeführt hat, erinnert, sondern mehr an dieses Fähnchen im Wind erinnert, sozusagen, wo die Debatte jetzt gerade einmal so passt. Also, ich habe, meine Damen und Herren, in dieser Debatte, es tut mir leid, außer
dass wir das einzige Bundesland sind, das nicht Mitglied in der TDL ist, und weil das irgendwie aus Sicht des einen oder anderen hier nicht klug sei, kein einziges inhaltliches Argument gehört. Nicht ein einziges inhaltliches Argument, meine Damen und Herren, warum wir in die Tarifgemeinschaft der deutschen Länder zurückkehren sollten, meine Damen und Herren. Wir haben hier außer Gewerkschaftsrhetorik, meine Damen und Herren, von den Oppositionsfraktionen wirklich nichts, aber auch kein einziges Argument gehört. Im Gegenteil, meine Damen und Herren, wenn ich mir den Antrag anschaue, den die SPD hier vorgelegt hat, da steht als Argument drin, es sei nicht sinnvoll und nicht notwendig, einen eigenen Tarif zu haben. Es sei nicht sinnvoll und nicht notwendig. Es fehlt jeder Begründungssatz, meine Damen und Herren. Das ist so inhaltsarm und so substanzlos, dass man es kaum debattieren mag hier an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Das fällt ein bisschen in die Kategorie der Phantominitiativen der Sozialdemokraten, wie unlängst die Gesetzesinitiativen von Frau Nahles über die Verlängerung von Kurzarbeit oder Ähnliches. In diese Kategorie gehört dieser Antrag, den Sie hier vorgelegt haben. Meine Damen und Herren, alles, was erreicht wurde im Tarifvertrag Hessen, spricht gegen eine Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder. Ich bin dem Kollegen Heinz und dem Kollegen Frömmrich dankbar, die diese Errungenschaften hier bereits vorgetragen haben. Meine Damen und Herren, alle Tarifparteien des öffentlichen Dienstes bundesweit haben sich übrigens in den vergangenen Jahren Vorteile einer eigenen Regelungskompetenz sozusagen erstens erkannt und zweitens auch zunutze gemacht. Die Arbeitgeberverhandlungsgemeinschaft des BAT, Herr Kollege Schaus, von der Sie eben gesprochen haben, die existiert seit 2003 nicht mehr. Seit 2003 gibt es die Gemeinschaft nicht mehr, sondern es verhandeln der Bund und die Kommunen auf der einen Seite und eben nicht mehr die Länder. Wir haben die Tarifgemeinschaft der Länder, die auf der anderen Seite die Länderinteressen verhandelt, weil es eben nicht mehr so zusammengebunden werden konnte, wie das in der Vergangenheit vor 2003 war. Der Marburger Bund, Herr Kollege Schmidt, der Marburger Bund hat Verdi das Mandat im Jahre 2005 entzogen. Und seitdem verhandeln die Ärzte ihren eigenen Tarifvertrag. Und zuletzt, meine Damen und Herren, im Jahre 2015 hat der Deutsche Beamtenbund der TDL das Mandat entzogen, für die Entgeltordnung der Lehrerinnen und Lehrer zuständig zu sein. Das, meine Damen und Herren, sind die Fakten in der Tarifwelt und nicht das, was Sie mit Ihrer Gewerkschaftsrhetorik hier gerade eben vorgetragen haben. Das Gegenargument ist, dass wir nicht den Gewerkschaftsfunktionären von irgendwo verpflichtet sind, sondern den Beschäftigten des Landes. Das ist das Gegenargument. Und die Vorteile des Tarifvertrages Hessen will ich Ihnen nur kurz skizzieren. Die Familienzulage ist hier bereits vorgetragen worden. Sollen wir dem Familienvater erklären, dass er mit drei Kindern dass er auf 350 Zulage verzichten soll in Zukunft? Ich will das nicht, aber Sie wollen das offensichtlich so haben, meine Damen und Herren. Es gibt in dem Tarifvertrag Hessen eine günstigere Stufenlaufzeit bei der Anwendung der Elternzeit. Auch das ist eine familienpolitische Komponente, die es nur bei uns gibt. Das ist doch eine schöne Errungenschaft. Warum sollten wir darauf verzichten in Zukunft, meine Damen und Herren? Wir haben die Forstbeschäftigten. Die haben einen hessenspezifischen, einen maßgeschneiderten eine eigene Entgeltordnung. Da gibt es z.B. die kleine Entgeltgruppe 9. Die Entgeltgruppe 8 ist die höchste, die es in der Tarifgemeinschaft der Länder zu erreichen gibt. Ja, meine Damen und Herren, wollen wir den Forstmitarbeitern in etwa diesen Tarif der Länder vorlegen, dass sie eine konkrete Verschlechterung haben? Nein, ich möchte das nicht, meine Damen und Herren. Wir haben für die Archivare und für die Bibliotheken, die Büchereien und die Museen eine eigene Eingruppierungsregelung getroffen, die es in der Tarifgemeinschaft der Länder nicht gibt. Und wir haben einen hessenspezifischen Ärztetarif.
und einen einzigartigen Zahnärztetarif, meine Damen und Herren. Das sind die Errungenschaften des TV Hessen. Das sind die Errungenschaften, die wir bei uns erreicht haben. Und ich bedauere, dass die FDP, die ursprünglich diesen Weg mal mitgegangen ist, hier nonchalant mal einfach so mit dem Fähnchen im Wind sich davon verabschiedet haben. Traurig, 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 meine Damen und Herren. Wir werden in der kommenden Woche einen Tarifvertrag zum Wohle der Beschäftigten in Hessen aushandeln, und zwar auf der Basis, die wir seit dem Jahre 2005 hier in Hessen haben. Das ist gut für die Beschäftigten. Da bin ich mir am Ende sicher. Und die Gewerkschaftsrhetorik, die sollten wir hier rauslassen. Wie gesagt, von der FDP hätte ich sie gar nicht erst erwartet. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Traurig war eher Ihr Beitrag, Herr Innenminister, eben. Warum beschimpfen Sie eigentlich die Gewerkschaften, wenn die ihre legitimen Interessen von ihren Mitgliedern und anderen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes? Warum beschimpfen Sie die eigentlich? Sie sind doch sonst nicht so kleinlich, wenn die VAU, der Herr Fassbender, eine Pressemitteilung macht und die Landesregierung lobt, obwohl das Gegenteil angesagt war. Sind Sie da auch nicht so kleinlich und sagen, das wäre ein Interessenverband? Also hören Sie auf mit dieser Heuchelei, Herr Innenminister Beuth, an dieser Stelle. Und im Übrigen mal zum Ablauf, weil ich nicht den Eindruck habe, dass der eine oder andere weiß, wie das aufläuft. Wenn der Landtag oder die Landesregierung dann diesen Beschluss umsetzen würde, bedeutet das ein mehrjähriges Verfahren. Da muss nämlich das Land Hessen den Antrag stellen, die anderen Mitglieder der TDL, der Tarifgemeinschaft, müssen darüber entscheiden. Und dann gibt es auch eine längere Übergangsphase. Das ist ein ganz normaler Prozess mit Besitzstandswahrung. Der geht nicht von heute auf morgen. Und im Übrigen, die Gewerkschaften, wenn die das so wollen, müssen sie das auch ihren Mitgliedern erklären. Deswegen müssen Sie sich nicht Sorgen machen. Da eine Regelung ist möglicherweise günstiger, da nicht. Unterm Strich können wir feststellen, und das ist die Erkenntnis der FDP, das kann man kritisieren, aber wenn man vernünftiger wird, finde ich, sollte man das nicht kritisieren, sollte man, sondern sagen, danke FDP, so kann man weitermachen, meine Damen und Herren. Und Sie können ja der FDP viel vorwerfen, aber mit Gewerkschaftsrhetorik, das passt nun wirklich nicht. Das können Sie uns und den LINKEN vorwerfen. Das möchte die FDP auch gar nicht. Wir begrüßen es. Wir begrüßen es, wenn die FDP erkannt hat, ein Weg, den wir mal gegangen sind, der ist nicht mehr zielführend. Und wenn etwas nicht zielführend ist, wir zur Erkenntnis kommen, man kann es auch anders und besser machen, kann man notwendige Konsequenzen ziehen. Den Eindruck hat man bei Schwarz-Grün überhaupt nicht, sondern da gilt, die Wand ist dick und der Kopf ist schon leicht lediert und dann rennt er noch einmal gegen die Wand. Herr Beuth, was Ihre Bilanz für den Bereich des öffentlichen Dienstes ist, nicht nur für die Tarifbeschäftigten, herausragend. Sehen Sie, ich habe den Eindruck, Sie leben in einem, Sie leiden unter politischen Autismus, dass Sie die Welt nicht mehr so wahrnehmen, wie sie ist. Das ehrlicherweise ist nicht mein Problem. Nein, nein, Sie haben eine Scheinwelt. Sie haben eine Scheinwelt. Was ist daran unerhört? Der Innenminister sagt, er hat eine hervorragende Bilanz. Nein, ich sage ihm, er nimmt die Welt nicht so wahr. Herr Kollege Rudolph. Bitte, Heuchelei, politischer Autismus. Ich würde Sie bitten, etwas zurückzugehen, damit Sie mich nicht veranlassen müssen, Sie zu rügen. Sind Sie so lieb? Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man die Realität nicht so wahrnimmt, wie sie ist, dann muss man darauf hinweisen. Und deswegen, Herr Kollege Bellino, können Sie sich aufblasen, wie Sie wollen an der Stelle. Wenn der Minister sagt, er wird eine hervorragende Bilanz leisten, dann stellen wir fest, was ist die Bilanz für den öffentlichen Dienst? Hohe Unzufriedenheit in der hessischen Landesverwaltung, hoher Krankheitsstand, deutlicher Abstand bei der Einkommensentwicklung, 42 Wochenstunde. In vielen Bereichen hinkt dieser öffentliche Dienst in Hessen hinterher. Und wenn Sie das als hervorragend bezeichnen, dann ist das Ihr Problem. Und deswegen wäre es richtig, in die Solidargemeinschaft der Länder zurückzukehren. Und deswegen stimmen wir heute auch über unseren Antrag ab. Wenn Sie ihn ablehnen, dann werden die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst es zu würdigen wissen. Die Stimmung ist ohnehin auf dem Nullpunkt, und dann wird das Bild rund. Vielen Dank. Zur Geschäftsordnung, Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich blase mich nicht auf, wie der Kollege Rudolph das vermutet hat oder meint, es darstellen zu müssen.
sondern ich bin empört über den Begriff politischer Autismus in Richtung der Landesregierung und des Innenministers. Ich bin der Meinung, dass dies nicht parlamentarisch ist, auch nicht am Weiberfasching. Herr Kollege Bellino, ich stelle fest, dass ich dem Kollegen Rudolph mitgeteilt habe, dass ich diese Formulierung nicht für angemessen halte. Das habe ich ja schon bereits gemacht. Herr Kollege Schaus, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn man dem Herrn Innenminister zugehört hat, dann konnte man den Eindruck gewinnen, als jemand, der da unbefangen rangeht, als müsse jetzt sozusagen, stelle sich der Innenminister hin, schützend vor seine Angestellten, um sie vor den Gewerkschaften und ihren Forderungen zu schützen. Herr Minister, das können Sie, glaube ich, niemandem weismachen, denn seit Jahr und Tag die Gewerkschaften, im Übrigen auch der Beamtenbund, da sind die DGB-Gewerkschaften nicht alleine, unisono die Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der deutschen Länder fordern. Unisono. So, also, nur dass klar ist, sozusagen, wer auf welcher Seite steht. Und ich will das noch einmal mit den Argumenten auch angehen. Weil Sie haben mich ja bewusst missverstanden. Ich weiß, Sie haben mich genau verstanden an der Stelle, aber Sie haben sozusagen in der Darstellung haben Sie es bewusst missverstanden. Ich weiß, als jemand, der seit über 30 Jahren mit den öffentlichen Diensttarifverträgen zu tun hat, dass es den BAT nicht mehr gibt. Und ich kenne noch den BAT und ich kenne noch den MTL für die Arbeiter des Landes oder den BMTG für die Arbeiter der Gemeinden. Das ist jetzt anders. In der Tat, der Bund und die Kommunen haben einen eigenständigen Mandeltarifvertrag, den TVÖD, und die Länder haben den TVL. 15 Länder haben den TVL, nur Hessen nicht. Das ist der Fakt. Und mein Hinweis, Moment, mein zum Herrn Minister. So. Es mag ja sein, dass Sie jetzt nicht zuhören wollen, aber so ist das im Parlamentarismus. Manchmal muss man auch den Unangenehmen. Meine Damen und Herren, bitte, ich darf Sie bitten, wieder etwas zur Ruhe zu kommen. Der Redner kann hinreden, wo er will, und jeder kann zuhören, wohin er will. Der Kollege Schaus hat das Wort. Also, kannst du noch einmal wiederholen, ne? Herr Kollege, manchmal ist das so mit dem Parlamentarismus, da muss man auch den also den Wahrheiten, denen man nicht ins Auge blicken will, dann auch ins Auge blicken und auch vielleicht auch einmal zuhören. Aber das fällt Ihnen im Moment sehr schwer. Ich will das deshalb noch einmal erläutern. Als der Bundesangestellten-Tarifvertrag geschaffen wurde, gab es eine Vielzahl unterschiedlichster Regelungen in den einzelnen Bundesländern für die Angestellten. Also genau das, was hier vorgetragen wurde. Da gab es Sonderregelungen zum Beispiel für Kinder, da gab es Erschwerniszuschläge für bestimmte Gruppen, da gab es Urlaubsregelungen in einzelnen Bundesländern, die anders waren. Und damals hat man sich darauf verständigt, dass diese Regelungen nicht nur in der Übergangszeit, sondern auch auf Dauer bestehen bleiben. Und Hessen hatte sich in den 60er Jahren dafür entschieden, zum Beispiel, dass die Urlaubsregelung, auf die sich Herr Frömmrich bezogen hat, ja, dass die Bestandteil des Tarifvertrages wurde. Deswegen war es immer so, bis zum Auslaufen des BATs, dass für hessische Beschäftigte eine andere Urlaubsregelung, eine günstigere Urlaubsregelung galt als in den anderen Bundesländern. So. Und Sie gehen her und sagen, wir können dies nicht machen, oder ihr wollt dieses wegnehmen, ihr wollt jenes wegnehmen, den Beschäftigten. Das wissen Sie gar nicht. Sie wissen gar nicht, was die Gewerkschaften in Überleitungstarifverträgen an Ergebnissen und an Forderungen haben. Das wissen Sie nicht. Sie stellen sich hier hin, ja, allwissend, und sagen, das soll weggenommen werden. Nehmen Sie aber zur Kenntnis, dass Ihr Argument, irgendjemand von uns wollte jetzt die Kinderzulage wegnehmen, und Sie stellen sich schützend vor die Kinderzulage, nicht zutreffend ist, weil ich ein Instrument dargelegt und aufgezeigt habe, dass es in der Tarifwelt des öffentlichen Dienstes über Jahrzehnte bewährt gegeben hat, dass Ihnen die Möglichkeit gibt, Herr Minister, Ihnen die Möglichkeit gibt, Herr Frömmrich,
ja, diese von Ihnen so hoch gelobte Kinderzulage zu erhalten, auch in Zukunft, wenn Sie das wollen. Aber schieben Sie uns nicht das Argument zu, wir würden das abschaffen wollen, wenn Sie eigentlich diejenigen sind, die das betreiben, bzw. als Argument, das nicht das nur noch herhalten muss, um einen Tarifvertrag, einen Alleingang des Landes Hessen hier darzustellen und weiter voranzutreiben, was nichts anderes ist und bleibt, da bleibe ich dabei, als eine Starrsinnigkeit, auf die sich die CDU mal eingelegt lassen hat. Die FDP ist davon abgekommen. Die GRÜNEN haben sich dieser Starrsinnigkeit aber mittlerweile angeschlossen. Vielen Dank, Kollege Schaus. Es gibt keine weitere Wortmeldung mehr. Ich habe das verstanden. Sollen beide Anträge abgestimmt werden? Sofort. Dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 14, Antrag der Fraktion der SPD, 19.4498. Wer stimmt zu? SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann rufe ich auf den Dringlichen Entschließungsantrag Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 19.4567. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? FDP. Dann ist dieser Antrag beschlossen.